Freunde, weiter geht es in Last Epoch. So, ich bin wieder im Offline-Modus. Wir schnappen uns DJ Seuchen Susi. Und dann hübeln wir doch hier einfach mal rein. Ne, dann gucken wir doch mal, wie wir hier und machen und tun und so, ne? Gut, hier sind wir. Ist schon ein paar Tage her, dass ich den Charakter hier gespielt habe, aber das merkt ja nicht. Was ist das hier? Nekroschaden. Und was hat er hier? 11% gegen 9%. 10% Schergenschaden. Oha. Kann ich schon craften wieder? Tatsache. 10%. Träum mich halt, Alter. Gut, ich weiß, dass das ein Fehler ist, den ganzen Bums hier zu verkraften. Aber ich kann halt nicht widerstehen. Oh, 27% Nekroseschaden. Er hat 24%. Wollte ich die Dinge irgendwie überarbeiten, beziehungsweise wollte ich die Dinge in der Schmiede auseinandernehmen? Ich habe es jetzt einfach gemacht. Da haben wir nochmal Nekrosplitter hinterhergekriegt. Was gibt's hier? Noch mehr Nekro. Wir holen uns ein paar Nekro. Oh Gott, da krieg ich ein. Was ist das denn? Oh hier, ey. Noch ein Nekro. Ich baller die Dinger jetzt einfach weg. Wir kriegen... Oh Gott, ich baller nichts mehr weg. Wir kriegen ja noch so viel Stuff nach. Und ich glaube, ich will lieber den hier haben. ...29% Nekroschaden gegen 11. Tauschen wir aus. Tauschen wir auf jeden Fall aus. Halt. Ich rechte Maustaste drauf gemacht. Das wäre jetzt was geworden. Ich habe den doch aufgebessert. Warum bin denn der so schlecht? Genau, dann hübeln wir hier einmal ein bisschen weiter. Und wieso ist das Game so leise? Na also. Ist doch hier alles im Rahmen des Möglichen oder was? Genau, wir machen mit der Story ein bisschen weiter. Und wir wollen unseren Charakter hier noch ein bisschen hochleveln. Also, wo müssen wir hin? Wir müssen... Achso, hier hin. Wo müssen wir denn hin? Hier hin und den Hafen von Valran. In den Hafen von Valran müssen wir. Der Kutscher bereitet die Kutsche bitte vor. So, erstmal ihn hier wieder mitnehmen. Dann können wir die drei auch einfach mitnehmen. Aber ich hätte gerne noch einen Bogenschützen zusätzlich. So, und dann laden wir erstmal kurz Uffe. Die umsonst gecastet gerade. Muss ich mal drauf achten, ob ich die umsonst gecastet habe? Nee, das klingt nicht so. Sondern immer nur, wenn man ein Spiel startet. Okay, moin. So, hier gibt es mit Sicherheit einfach was wegzusnacken irgendwo. Hätte ja schon die Hoffnung, dass eine fette Truhe hier ist, ne? Atsch. Also, ich finde das so abgrundtief witzig, weil das macht so dermaßen Laune. Das ist so cool. Also zu clearen wird das Ding hier wahrscheinlich richtig nice. Wie gesagt, nur Endboss-Stimmung muss nachher noch stimmen. Was ist er denn? Oh, weiß ich nicht, was er wollte. Aber da gucken wir doch einfach mal, in welche Richtung der ganze Bums hier geht. So, und der hat Giftresistenz. Und was hat er noch drin? Erhöhtes Bewegungstempo. Gut, wir basteln uns hier ja selber ein bisschen was. Atsch. Atsch. Also ich bin ja generell... Was ist das denn, Alter? Dann einfach eine Mission. Also ich bin ja generell immer so ein Fan von solchen Sachen. So Schaden über Zeit und so. Das ist immer generell meins. Ey, ein Geist. Hallo. Aber ich darf mit dir nichts machen. Ja, hier in Tausendfüßler. Mach mal Seelen rein. Dann machst du das nochmal ordentlich rein. Und drückst noch zwei, dreimal Q. Und dann hast du es doch. Ich finde die Lache ja absolut geil, ne? Und noch mal ein bisschen Giftschaden mitnehmen. Metzel mal weg hier, die Viecher.
Mega. Absolut mega. Also ich bin ja generell, wie gesagt, ein Fan davon, von solchen Schaden über Zeitgeschichten. Also so Niederbrennen oder Frostschaden. Das habe ich ja bei Path of Exile auch ganz gerne. Wenn ich mich dann mal wieder dazu entscheide, da mal wieder ein paar Stunden Aua zu investieren. Es ist immer irgendein Bild, der irgendwie mit Schaden über Zeit arbeitet am Ende des Tages. Ich weiß nicht warum. Schwäme ich da jetzt auch nicht drüber, ne? Aber es macht halt Laune. Du rennst hin, du castest und du verziehst dich wieder. Das ist quasi das, worauf ich Bock habe. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch da draußen auch so geht, dass ihr auch das so wie ein Renn reinkasten weiter, ne? So, erhöhter nekrotischer Schaden, erhöhter verdammter Zerfall, erhöhter nekrotischer Vasallenschaden. Was konnten wir hier reindrücken? Irgendwo war hier doch noch so ein Punkt, den ich haben wollte. Mal gucken hier. Was haben wir hier? Purpurne Gunst. Was für ein Ding? Physische Schadenserhöhung. Dunkler Schutz. Also das ist viel Schutz hier, ne? Ja, wir nehmen den hier mal mit. Komm, wir nehmen den hier erstmal mit. Was hat er für einen Punkt? Die Diener haben zusätzliche Rüstung pro Charakterstufe. Och nö, lass mal. Haben wir hier schon? Oh, wir dürfen wieder. Da erhöhen wir mal ganz schnell die Tötungsschwelle. So, und das Ding hier. Ach, das ist der zitronische Spalt. Ah ja, ich habe ja Dings rausgeschmissen. Ich hatte ja den Golem, hatte ich nicht hier drin oder rausgeschmissen. Ich spiele zweimal den identischen Charakter quasi, deswegen komme ich damit so ein bisschen durcheinander. Aber das macht nichts. Was vergeben wir hier denn am dümmsten? Wo haben wir schon Punkte drin? Hier haben wir 2 von 2 Punkte drin. Ne? Hier haben wir auch 2. Okay. Ich glaube, das Ding. Ja, ein Mana kosten plus 80%. Aber das Ding würde ich, glaube ich, gerne nehmen. Ja, warum nicht? Ich überlege gerade. Ja, wir lassen das erstmal so laufen, wie es läuft. Wir machen hier aber mal weiter. Tatsch. Tatsch. Ah, Schaden über Zeit. Herrlich. Moin. Oh, hier, Kollege. Achso, brauche ich gar nicht. Bist ja schon gleich weg. Tja, also, ne? Oh, nimm mal mit die Stiefel. Generell sollte man irgendwann, glaube ich, mal so ein Grinding ranmachen, wo man wirklich mal gezielt so ein paar Sachen sammelt, die man verkauft. Aber so reich werden tut man davon ja auch nicht, ne? Ist hier eher so ein bisschen Beiwerk und das war's, ne? Was ist er denn? Oh, nett. Ach doch, das sind lebende Minen, okay. Müssen wir uns hin. Ja, waren wir doch eben schon. Na gut, latschen wir halt nochmal hin, ist dann so, ne? Aber. Karte geklärt für nichts und wieder nichts, oder was? Ah, dann wackeln wir nochmal hin. Moin! Im Schatz verborgen unter Seide, die wohl zum Schutze verzaubert wurde, findest du eine Kugel geformt aus makellosem Kristall. Aha. Na dann. Und jetzt? Wieder zurück, oder was? So, dann.
hilf den Einwohnern von Verum Kerens Kultistenlager und suche weitere Risse. Ja, ein Abflug, ne? Oh, können wir was wegsnacken? Hier, Kollege. Oh, danke. Triff Machete und Leder am Ritualplatz. Oh, ja, ich komme ja schon. Farewell. Well, well. Oh. Wo seid ihr da hinten? Moin. Oh, das wird doch wieder so ekelhaft. Tag. Moin. Oh ja, also. Was geht da aber? Autsch. Den will ich auch nochmal. Na gut, stackt aber auch ein bisschen was drauf auf ihn, ne? Muss man ja dazu sagen, also. Bon. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Schaden erhöhen. Ups. Mana-Regeneration. Ja, dann mal mit den Bombs. Also wir müssen auf jeden Fall noch den Schaden erhöhen. Ich meine, der ist schon bei 600, ne? Es ist ja jetzt nicht verkehrt. Also Feuer, Nekro, Zauber, Schaden im Laufe der Zeit. Das Ding hat ja genau die volle Packung von dem, was wir haben wollen. Aber wir werden das Ding hier noch ein bisschen erhöhen müssen. Ja, aus dem Spalt treten häufiger Geister aus. Das behalten wir. Den hier wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen, weil das erhöht den Schaden, dadurch, dass wir ja die Gegner vergiften. Sie dann wohl mit entzünden. Also wir machen ja die ganzen Affixe drauf, hätte ich beinahe gesagt. Die ganzen Schadensdinger da drauf. Da brauche ich noch irgendwas, was entzündet. Na, wir brauchen nicht nur irgendwas, was entzündet. Wir bräuchten eventuell noch mit den einen oder anderen Vasallen wieder hier, ne? Ach. Das zerschmetterte Tal. Moin, hier, die möchten alle gerne sterben. Binde den Tempel von Itera. Muss man lang, moin. Mensch, hier ist ein Zeitriss. Wofür könnte der nur sein? Ja, komm, wir hüpfen mal durch. Das erinnert mich so ein bisschen an Freelancer, die Sequenz hier. Wer prügelt sich hier jetzt eigentlich mit wem? Ich bin im Ladebildschirm, Leute. Ich sehe es doch nicht. Jo, hingeschissen und tschüss. Jetzt sind wir hier. Moin. Oh. 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 Ups. Jetzt will ich dir auch noch meinen, das hier. Komm, zumindest mal ein bisschen. Ein bärtiger Edelgürtel der Reflexion. Moin, wer seid ihr denn? Oh, wer wart ihr denn? Erhöhter Schergenschaden. Ups. Das Geile ist, die kippen halt alle um, ne? Also sie kippen wirklich einer nach dem anderen einfach um. Ich finde das so cool. Das ist genau das, was ich will. Und machen wir den nochmal.
So, den Hybriden, dieses Hybriden-Teil unten auf der Karte ignoriere ich jetzt mal weg. Da habe ich bisher eh nur Scheiße rausgekriegt, also warum sollte ich da jetzt nochmal hinrennen? Oh nein, hey, ihr habt ja überlebt. Oh, ich kann wieder einen neuen Punkt vergeben. Diesmal in unsere Geisterseuche. Mmh, müsste ja schon ein bisschen stimmig werden, ne? Mal gucken, verursacht mehr Schaden. Breitet sich jedoch in kleineren Bereich aus, finde ich nicht gut. Also ich hätte ja schon ganz gerne noch irgendwas anderes, ne? Bam, jetzt haben wir auch Blutungsschaden mit drin. Das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Weil das ist nachher wahrscheinlich richtig lecker mit dem Grabschlinger. Also das könnte interessant werden. Halt um, ne? So. Aber fährt man mal drauf. Einmal hier drauf. Oh, hier machen wir zweimal den und einmal den. Hier nochmal den. Hier nochmal Kuh. Das ist so geil. Death will not take me. Death will not take me, ja. Danke. Und tschüss. Ist schon ein bisschen böse. Ach du, moin, hier. Kollege. Und raus hier. Ach, warte mal, hier, er fehlt doch noch. Und dann machst du nochmal auf diesen. Machst du nochmal auf den und dann auf den. Und dann casten wir nochmal ein bisschen Blutungsschaden und so drauf. Tja, das war's mit dem Drachen. Da hängt der Schwanz in der Lava. Das ist nicht gut. Oh, hier nehmen wir Lebensregeneration mit. Ja, der Rest ist... Ach, brauchen wir nicht. Wir sind so gut, das brauchen wir doch alles nicht hier. Moin. Large. Also wir sollen hier loshübbeln oder was? Wo sind wir jetzt hin? Springen wir in das Zeitalter, oder was? Oder wie? Oder wo? Jetzt auf hier hin, oder was? Oder wie? Oder wo? Dann hüpfen wir eben dahin. Also, ich springe hier jetzt nur hin und der macht die Mission fertig. Ich habe gar keine Ahnung, was die von mir wollen. Macht aber auch nichts. Oh, moin. Da denn für eine Nummer, Alter? Der hat aber Bock. Also der hatte richtig Bock. So, wir sollen da hinten hin. Naja, dann laufen wir da eben hinten hin. Ist dann so. Hier machen wir Kuh. Einmal rechte Maustaste vorwirken. Nochmal. Nochmal. Und dann gehen wir schon zum nächsten. Nochmal.
ihr könnt auch noch ein bisschen. Also eigentlich fehlt mir bei dem Spiel hier immer noch irgendeiner, der die ganze Zeit nur hinter mir herrennt und das Gold aufsammelt. Ich glaube ja, der würde noch fehlen. Oh, dann eimern wir hier noch eine Runde drin rum. Oh ja, Latsch. So, der Witz an der ganzen Nummer ist ja, ich scheiße ja vollkommen auf die Resistenzen, ne? Also man kann sich ja jetzt auch hinstellen und sagen, boah, jetzt muss ich hier Resistenzen hochbringen und muss hier machen und da machen. Und ich spiele dieses Spiel ja ein bisschen anders, weil ich es einfach spiele, um Spaß zu haben. Ne? Nicht um da irgendwie zu gucken, wegen oh, wie mache ich das jetzt perfekt, wie mache ich das jetzt perfekt, sondern einfach so durchlaufen, so ein bisschen Spaß mit haben, passt. Das ist halt ein sehr guter, oh, schade, da hinten würde ich am liebsten hin. Das ist halt ein sehr guter Ansatz, ne? Oha. Wo die Erde? Oh, Scherenschaden, nimm mal mit. Moin und tschüss. Wollte gerade sagen. Mach mal nicht. Oh, war da wieder ein Elite-Gegner? Hier, mach die mal kurz alle weg. Und dann machst du einmal so, dann machst du hier nochmal so und so. Das sollte reichen. Und wo ist jetzt der gute Drop? Oh, ich meine, man könnte ja eigentlich auch mal meinen, da kommt ein guter Drop, ne? Ich bin mal gespannt, was wir noch so zurechtbasteln. Wir kriegen nachher auch noch die guten Sachen. Das ist ja jetzt alles nur erstmal so ein bisschen. Seh zu, dass du durch die, ich sag mal in Anführungszeichen, Kampagne durchkommst. Er ist das jetzt hier ja auch nicht. Womit prügelt ihr euch denn rum? Ach, damit prügelt ihr euch rum. Ja, hier. Bong. Ups. Da hinten sind wir schon in der Gange. Okay. Ja, guck mal. Was zum Glück bin ich hier hingelaufen? Was wollten die denn? Was? Oh, ich sehe eine Kiste. Ich will an die Kiste. Ich will an die Kiste. Lass mich an die Kiste. Oh, Gold. Ich sag ja, ich brauche die ganze Zeit irgendjemanden, der hinter mir herrennt und das Gold einsammelt. Im Offline-Modus schwierig, ich weiß. Oh. Hatschi. Wird noch interessant. Ah, der Feuerball wird in Gift umgewandelt. Boah, also, das wäre natürlich auch noch lecker, ne? Die wäre auch noch mit. Oder? Das ist so ein richtig widerliches Ding, ey. Also dieser Spalt ist ein richtig widerlicher Angriff. Wenn der erstmal richtig hochgelevelt ist, dann ist der richtig widerlich. Wie gesagt, das Ding soll ja das Teil sein, was wir nachher unter die Bosses casten. Und die dann mit den Bossen so ein bisschen sansibar machen.
Oh, warte, ich muss noch einen neuen Punkt vergeben. Dahin. So, jetzt haben wir das Ding nämlich auf Maximum. Das heißt, wir kriegen hier schon mal nekrose Schaden ohne Ende mit zu. Das heißt, Option A, wir machen die Giftschaden jetzt hoch. Und Diener haben Chance zu vergiften bei Treffer. Was ja auch ein Schaden über Zeit ist. Oder wir machen hier weiter. Hier kriegen wir auch gleichzeitig noch Schaden über Zeit, 4% und Gesundheit. Hier kriegen wir natürlich Feuerschaden und Nekrose-Schaden. Also das will ich am liebsten beides voll haben. Aber generell, ich habe mir den Baum hier auch noch nicht so wirklich angeguckt, aber es gibt mit Sicherheit noch so das eine oder andere Ding, was wir nehmen wollen. Aha, klingt nicht interessant. Wenn du einen Trank einnimmst, ich will ja nicht permanent Tränke nehmen. Lebensentzug gegen verfluchte Gegner um 0,25% pro Punkt. Das heißt bis 1,5%. Krass. Das ist krass. Wenn nur eine Schaden mit Zeitfertigkeit einsetzt und auf Gegner im Kreis von 15 Meter zusammen mindestens 25 Stapel Gift lassen, erhältst du 12 Sekunden lang Giftüberladung und wirkst an weite Nova. So, das heißt, wir müssten gucken, dass wir so viel Gift machen, beziehungsweise die Gegner nebenbei so viel vergiften, dass wir 25 Stapel drauf kriegen. Ach du Scheiße. Was soll wir das denn machen? Du erhältst Mana pro Intelligenzpunkt, reden wir nicht drüber. Nehmen wir hier einen Strom chaotischer Projektile, die in einem Bereich um das Ziel herum explodieren. Naja. Aha, kann das hier... Nee. Sind keine geilen Dinger für mich mehr dazwischen. Man muss ja auch mal gucken, ne? Das ist ja nicht nur rumrennen und ne, man muss sich ja zumindest das auch einmal angucken. Nachher ist was Geiles mit Fisch und man steht dann da und ärgert sich nachher, wenn man sich mitgenommen hat. So, hier können wir noch einen Punkt reinmachen, dann haben wir bei 15% Leben. Ah, 15% Leben? Ey, das ist schon ordentlich. Nach, also wenn der Gegner so weit runter ist, dass er nur noch 15% Leben hat, kippt er um. Wenn ich mir hier angucke, wie schnell das hier geht. Hier, komm. Oh. Boah, das war jetzt aber auch gerade ein bisschen mies, ne? Da hat unser Golem den einfach mal von der Klippe runtergebürstet. Ups. Alter, der kriegt ja alles hier. Oh. Na hoppala. Es ist so geil, ne? Ich mache die ganze Zeit nichts wirklich anderes. Außer ich drücke erst auf die Q-Taste, dann nehme ich die rechte Maustaste. Wir casten quasi hier diesen Fluch. Und dann haben wir die Seelen hinterher. Es ist so, es ist entspannt. Ja, nee, komm, lass liegen, Mist. Ist hier noch jemand? Nö. Also, das macht echt Laune. Das macht wirklich echt Laune, hier durch die Gegend zu latschen damit. Moin! Ja, komm. Was ist denn für eine Nummer, Alter? Du bist platt? Jupp, danke, tschüss. Was wollten die denn? Oh, nekrotischer Widerstand. Hätte sich nekrose Schaden sein können. Hey, der lebt ja noch. Ist der vorhin weggerannt? Pff.
Oh. Ah, siehst du, die Ringe wollte ich mir nochmal angucken von uns. Also wir haben hier Mana-Rack. Kriegen wir da nicht noch ein bisschen was draufgesammelt? Was können wir da dann noch draufpacken? Da haben wir zu wenig zu, ich weiß. Widerstände. Gut, ich lasse mir den Widerstandslot mal frei, falls ich später irgendwas brauchen sollte, weil sonst permanent aus dem Latschen hauen. Aber ansonsten... Oh, kann der so bleiben, ne? Oh, Material mal rüberpacken. Hoppala. Was haben wir hier? 9% Nekroschaden. Können wir hier was erhöhen? Nö. Hier? Also bis jetzt, mir gerade auffällt, wir haben hier überhaupt nichts drin, ne? Sehe ich ja jetzt erst. Wir haben gar keine Götzen drin, Digga. Was ist los? Sortier mal bitte. Wieso haben wir denn keine Götzen drin? Ach, du ahnst es nicht. Haben wir hier Nekroschaden, Ausweichwertung. Kriegen wir nicht lieber noch ein bisschen Mana-Rack drauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Okay, wir basteln uns irgendwann mal was Vernünftiges hier. Ich werde mich mit dieser Schmiedethematik später ja sowieso auseinandersetzen. Moin ihr zwei, für euch habe ich genau das Richtige. Alter, jetzt schallert aber auch rein. Was haben wir denn hier? Schaden im Laufe der Zeit, nimm mal mit. Nö. 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 Ja, hau mal weg da jetzt. Noch mehr Schaden im Laufe der Zeit. Ich meine, früher oder später, da müssen wir unsere Nahkampfwaffe hier sowieso wahrscheinlich nochmal changen. Aber wobei, die ist gut. Nee, unsere Waffe bleibt, die ist gut. Klar, ich hätte gerne so 200%, aber ich glaube nicht, dass wir das hier kriegen werden. Ups. Sorry, falsche Taste. Lol. Hier noch ein bisschen lang. Ich sag, oh, endlich die Truhe. Ich sag, das Ding ist so dermaßen entspannt zu spielen. Ich mag's. Lass ihn weg. Oder brauchst du noch einen Moment? Ich warte auch gerne noch einen Moment, ist kein Ding. 61% Schaden im Laufe der Zeit. Boah. Vielleicht basteln wir da was drauf. Ich bin halt nur so ein bisschen zögerlich, weil ich befürchte, dass wenn wir uns hinstellen und jetzt hier die ganze Zeit unsere Sachen fertig machen, wir im Endgame stehen und nachher so geiles Zeug kriegen. Und dann haben wir das umsonst gecraftet. So, weil wir können es ja nicht mehr verkaufen, wir spielen offline. Du denn für einen Auftrag, Digga? Jo, hier, kipp mal um. Dann kriegst du noch ein bisschen mehr Stapel. Was genau war jetzt deine... Oh.
Deine Mission dahinter. Steht er vorm Tor und guckt mich blöd an, ne? Absolut witzig. Wirklich absolut witzig. Oh, wir haben noch einen Ring gekriegt. Na hier, Mana-Regeneration und Nekroschaden. Was haben wir hier drauf? 9% Nekroschaden, 7% Schergeschaden. Er hat alleine schon 26%. Also da wäre ich schön blöd. Wenn ich da nicht sage, hier, pass auf. Ich hätte gerne, dass du mir... Wow. Den wegpackst, den hinpackst. Da kann ich nur Widerstände reinpacken, ne? Ja, den mit rein. Den mit rein. Das haben wir gekriegt. Widerstand und Widerstand. Na, siehst du, nimm doch mit dem Bums. Benötigt Stufe 25 zum Schmieden. Ist das dein Ernst? Achso, weil der Ring wahrscheinlich höher ist, ne? Die Stufe 13 oder so. Jo, hier, verbesser. Und dann mal rein damit, ne? Ja, mal rein damit. So schlecht sieht er gar nicht aus. Ich glaube, die leveln auch mit, die Klamotten. Neuer Helm wäre mal nicht schlecht. Maybe, eventuell. So, erkunde den Tempel und finde die Lotushalle. Oh, hallo, du kleine Lotusblüte. This place once held so many secrets, so much power. It could have been used for greatness. Now look at what it has been reduced to. So, jetzt sind wir aber trotzdem erstmal zurück ins Kultistenlager. Ich will meinen Bums hier nämlich lossehen. Ich hab so viel Scheiße dabei. Das war das falsche Lager. Wollte in die Ratskammern. Ich glaube, die Chance nutzen wir einfach mal aus. So, und dann latschen wir nämlich mal zu... Was willst du eigentlich schon wieder? Ich habe wieder zu viel Zeug angenommen, das ist nicht gut. Hier, zu dir wollte ich. Hast du neues Helmchen? 61 Rüstung. Was hast du? 6 Rüstung. Passt ja nicht zu uns, ne? So zumindest optisch. Wäre das ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, komm, gib mir nochmal 2 davon mit. Wurf, Angriffstempo, Widerstand der Leere. Da haben wir Schaden der Zeit drauf. Bei Schaden der Zeit kann ich immer nicht widerstehen. Pass mal auf, nimm das Ding mal auseinander, bitte. Guck mal, da haben wir gleich den richtigen Splitter gekriegt hier. Können wir dann noch einen draufrollen jetzt? Ne, können wir nicht. Schade. Was, nein, das ist Maximum. Tier 3, kein Schmiedepotenzial mehr. Ja, dann sind wir ja gezwungen, quasi im höheren Level den ganzen Bums nochmal zu machen. Ah ja, stimmt. Da steige ich jetzt erst drüber. Irgendwo hier stand da was von Schmiedepotenzial. Hier 13. Das kostet ja immer und wird abgezogen. Da war ja was. Haben wir hier... Boah, erhöhte Kälterschaden. Jo, hier, pack sie einfach beide rein. Was soll's?
Wollen wir nochmal gamblen? Was sagt unser Geld? 6000. Wollen wir noch einmal gamblen? Überhör. Bruch ich ihn? Was könnte ich denn austauschen? Eine gute Frage, Punkt.de, ne? Da wir hier 31 Schaden im Laufe der Zeit, den würde ich ungern austauschen. Den würde ich auch gerne austauschen. Hast du bei Rüstung was Geiles mit Zwischen? Hier für die Hände zum Beispiel, seit einem magischen durch den Kaffee. Ja, also es ist 8 Rüstung, jetzt 32. Ja, komm, würfel mal. Not bad. Komm, einmal noch. Maybe it'll help you along the way. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. So. Gut, aber wir machen weiter. Dann gucken wir mal. So, jetzt dürfen wir da hinten wieder rüber, oder was? Jetzt müssen wir nämlich dahin. Und Abflug. Stufe 22. War overlevelt? Eigentlich nicht, ne? So viel sind wir doch gar nicht drüber. Sind wir da 24? Ja, das geht. 2 Level. Ja, Gesundheit, Kollege. Wieso sich die Lebensbalken wieder nicht? Na also, Doppellevel ab. Hatte ich auch lange nicht. So, erleidet Blutung für die gleiche Dauer. Verursachter Blutstapel. Da kriege ich 3 Blutstapel drauf dann pro Cast. Bluten verursacht durch Geister solcher als zusätzliche Blutdurchdringung, aber du wirst jetzt auch von Blutung. Nein, wollen wir nicht. Chance auf tiefere Blutung. Aha, aha. Ja, nehmen wir den mit. Achso, hier, wir müssen ja noch einen vergeben. Noch einen Punkt. Jetzt ist die Frage, welchen wollten wir? Hungernde Seelen haben eine Chance, zusätzliche Projektile abzufeuern. Mehr Giftchance, weniger Mana. Dann eher kosten weniger Mana und feuern Projektile im breiteren Kegel ab. Kegelbreite 15. Schaden, wenn ich mindestens einen Diener habe. Okay, nett. Also ich versuche den hier nicht so zu bauen, dass ich unbedingt getroffen werden möchte, ja? Das wäre so ein bisschen uncool. Haben wir hier hungernde Seele, Feuer, Projektile in einem engeren Kegel ab. So, Seelen sind deutlich größer und verursachen mehr Trefferschaden. Seelenlimit 1. Boah, nee. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. So, je. Nehmen da rein. Noch ein oder Fahrschein? Wir wollen ja vergiften, so viel wie möglich. Geh los. Oh, warte mal, das ist ein Gegner. Den habe ich wohl mal komplett wegignoriert. Hey, grüß dich.
Tja. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, ich spinne. Aber... irgendwie waren die sehr schnell weg. Naja, auch ganz entspannt. Moin. Tschüss. Moin, ich muss mehr mit der W-Taste arbeiten. Ich muss zwangsweise mehr Spalten öffnen. So, hier, mehr Schaden über Zeit oder mehr nekrotischer. Wir fangen mit Schaden über Zeit an, hier weiter noch umzudrücken. Gibt's hier? Ja, der das. Ey, mit was für Euphorie das sagt, ne? Hier gibt's manchmal auch Schreine dazwischen, da muss ich aufpassen. Gut, der Auftrag, Kollege, hier, mach mal weg da den Bums. Ich bin allein unterwegs, ne? Ah, hier. Sonst auch eine Wunderfahrschein. 100% Crit-Chance, naja. Ne, wir brauchen schon 100% Crit-Chance. Boing. Boing. Absolut traumhaft. Absolut traumhaft. Ich find's cool. Large. Bist du gekommen, um wieder ganz zu machen? Ich glaube ja nicht, ne? Als wäre mit so einer zarten Stimme mir schon immer ein Ohr flüstert, was ich zu tun habe. Na, das kann doch nur wieder eine Falle sein. Moin. Oh, tschüss. Einmal mal ganz pauschal. Na gut, Kollege, dann würde ich auch mal. Würdest du bitte freundlicherweise da drinnen stehen bleiben? Ja, Single Target Damage ist noch nicht so die Bombe. Das alles, aber nicht gut hier. So, wie sollen wir denn da rüberkommen? Vielleicht laufen wir einfach durch. So, die Lotushallen. Ja, guck mal, was hier hübsches kriegen. Lotushallen, das klingt schon mal groß. Guck mal direkt der Wegpunkt vorne an. Das ist doch auch schon sehr einladend. Was sieht doch gut aus. Eine Treppe, die hier runterführt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch alles entspannt. Ah. Läuft da nach links, ist alles in Ordnung. Läuft da nach rechts, ist auch nicht schlimm. Moin. Ja, hier machen wir kurz da. Wie sie sich immer freut, wenn irgendjemand von den Gegnern abmittelt, ne? Sehr schön. Hier nochmal durch. Kollege, das war nicht nett von dir. Mich hier einfach mit dem Hammer zauen, das ist uncool. Oh, nett. Aber wir sollten die Dauer nochmal erhöhen, ne? Mit unserem Fluch. Da sollten wir gleich mal gucken, dass wir die Dauer nochmal ein bisschen nach oben kriegen. Ich glaube, das könnte noch ganz hilfreich. Ganz hilfreich sein. So,
Nehmen wir... Dass der Spalt schon länger anhält, ist auch gut. So, drei Spalten gesetzt. Dann ist gut. Ich sag ja, ich muss ein bisschen mehr mit der Spalte spielen. Blomp. Da klatscht das Level ab rein. So, dann erhöhen wir den auch nochmal. Oh, dann machen wir hier nochmal eine Spalte mit rein. Ah ja, da müssen wir jetzt rein. Ha. Ui, 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 ui. Moin. Und direkt wieder zurück. Hat sich ja gelohnt. Sieht nett aus bei uns im Inventar. So, aber hier, den wirken wir mal neu. Ah, hier, mach mal weg, das Ding. Tschüss. Oh, also Enemy ist so tasty. Noch einer was zu melden hier? 100% noch mehr. Und 100% kommen dann noch mehr. Wo müssen wir denn hin? Bin mir gerade mal so ein. Ich lade hier einfach so durch die Gegend. Ach, da drüben, okay. Das geht ja noch. Nehmen wir mal den Ring mit. Geld! Mensch, wer könnte das denn hier nur liegen gelassen haben? War hier etwa schon einer? Man weiß es nicht so genau. Mensch, du kannst dich doch nicht anhauen und dann liegen lassen. Das geht doch nicht. Lässt er da einfach die guten Gegner einfach liegen. Weißt du, so einmal angeklatscht und weglaufen. Kannst du nicht bringen. Backpfeife geben, weglaufen, so uncool. Klingt immer noch wie ein Gaul. Ja, warte. Tschüss. Mach ich nochmal ein paar. Genau. Ich wollte gerade sagen, mach nochmal ein paar Spalten, du sollst da runterlaufen. Oh ja, oh ja, So. Die St. Thomas Bastille. Welch einladender Ort. Oh je. Tschüss.
Oh ja, oh, ups. Larry, bist du das? Larry! Was war das, ey? Flatsch. Ganze Gegnerhorde, tschüss. Ding ist halt, ich nutze diese ganzen Schwerten und den ganzen Bums eh nicht, ne? Hier, yeah, bitteschön. Gib einfach rum. Sag ich mal, danke. Alter Falter. Ja, bitte? Das Ende des Runs. Eieieieieieieieiei. Was hier los? Oh, moin. Ja gut. Wenn du da schon so brav stehst. Autsch. Der gerade einfach nur Gift auf dem. Der Splitter. Aha. Ja, streck mal entgegen. After eons alone. Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch durch. Räubchen. Jetzt müssen wir wieder zu Dr. Doolittle nach oben, wa? Ja, komm, dann latschen wir da auch noch hoch. Kriege ich jetzt was von dir? Dankeschön. Leader of the living rebels and show her the epoch. The rest will... Ab ins imperiale Zeitalter, siehst du wohl, passt doch. Halt gerne ins Ende der Zeit und da bleiben, ne? Oh, wir können da sogar schnell hinreisen, hops. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, das reicht dann auch für diese Folge und wir prügeln uns hier in der nächsten Folge dann mal durch und gucken mal nach, wie die Reise hier so weitergeht. Also wie gesagt, das ist ein ganz entspannter Charakter hier. Ihr seht ja, wie der sich spielt und ne, schon zum Rumblödeln ist das so ganz witzig. Nicht unbedingt, oh, wie mache ich jetzt hier 100% gleich die besten Charaktere, sondern einfach so ganz huge und entspannt. Ich finde das cool nebenbei. In dem Sinne, ihr Lieben, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ne? Würde mich über Like, Kommi, Abo freuen und sag bis zur nächsten Folge. Bis denn, tüdelü, tüdelü.